Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der God Mode. In der letzten Folge haben wir mit The Soul, wo ist er? The Soul gespielt gehabt. Haben das erste Mal Isaac und das Blue Baby besiegt, was nicht das Blue Baby war, sondern 1000 Engel. Warum auch immer. Und haben eine Win-Streak von 6, was mich irgendwie sehr freut. Ja, aber heute machen wir keinen normalen Run, sondern eine Challenge, denn wir haben die Hero Challenge letztes Mal freigeschalten. Und von daher werden wir die Hero Challenge spielen. Werden wir ein richtig wahrer Held sein. Und daneben ist auf jeden Fall so ein Triforce. Von daher denke ich mal, wir haben dieses Schild von Anfang an. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ja, haben wir. Wir sind einfach ein echter, wahrer Held. Also scheinbar sind wir Lazarus. Wir sollen wahrscheinlich irgendwie Link darstellen oder so. Könnte ich, ja. Ja, so ähnlich. Wir haben auf jeden Fall ein Schwert und ein Schild. Und sind dazu noch ein Engel. Das ist ja auch ganz nett. Was haben wir sonst noch? Was ist das ein? Das ist diese Blutspur. Okay, die ist jetzt nicht ganz so toll, die Blutspur, aber wir haben sie. Und wir haben dazu noch einen Boomerang, mit dem wir auch Sachen uns holen können. Oder die Gegner stunnen können. Also das ist eine ziemlich OP-Challenge. Ich hoffe mal, die geht ein bisschen länger. Weil wenn man schon so OP-Items hat, da darf das auch gerne ein bisschen länger gehen. Das einzig Schlechte ist halt, dass wir keine goldenen Räume bekommen. Das heißt, wir müssen mit dem Equipment, das wir jetzt haben, diese Challenge beenden. Genau. Das Einzige, wo wir halt noch irgendwie... Oha. Ah, da wurden wir getroffen. Nein! Wo wir noch irgendwie Items bekommen, wäre zum Beispiel durch einen Devil Room. Durch einen Devil Deal. Aber sonst... Nee, sonst haben wir nur das, was wir jetzt halt gerade so haben. Aber das Schild ist halt OP. Also von daher... Das sollte schon passen. Oh, was? Bitte was? Was bist du denn für einer? Den habe ich noch nie gesehen. Und das finde ich ja richtig cool gerade. Cool. Kann man den ausstunnen? Kann man dich stunnen? Bist du ein echter Boss? Hä, wie cool. Den kann man auch noch stunnen. Das ist ja richtig witzig. Au. Voll geil. Einfach so ein riesiges Ding von denen. Cool. Mein neuer Boss, den ich auch noch nicht kannte. Das finde ich cool. Das finde ich wirklich cool. So, da unten wäre noch ein Shop. Lohnt sich allerdings, glaube ich, nicht. Aber wir gehen einfach weiter. Ich hoffe einfach mal, dass wir noch genug blaue Herzen und so finden. Beziehungsweise rote Herzen. Rote Herzen wären auch ganz toll. Und wir kriegen ein Lebensupgrade. Yes! Sehr geil. Wir werden auf jeden Fall in alle Stachelräume gehen und überall, wo wir irgendwie Items bekommen können. Auch wenn wir sie eigentlich nicht bräuchten, aber ist ja auch nicht schlimm, wenn man sie hat. So, get stunned. Und das Coole ist, man kann mit diesem Boomerang auch Sachen einsammeln. Habt ihr gesehen? Wie ein echter, wahrer Held. Das werde ich, glaube ich, heute noch ein paar Mal sagen. Yay, der Boomerang ist toll. Das heißt, wir kommen auch an Sachen... Oh. Nee, egal. Was? Das heißt, wir kommen auch an Sachen ran, an die wir sonst nicht rankommen würden. Zumindest, wenn sie über eine Klippe sind. Wenn sie hinter Stein sind, dann kommen wir da natürlich trotzdem nicht ran, glaube ich. Oder kann man über Steine schießen? Ich glaube nicht. Muss ich gleich mal ausprobieren. Gegner. Hi. Und ich werde den Boomerang noch ein paar Mal benutzen. Da könnt ihr von ausgehen. Das ist nämlich einfach cool. Das ist richtig cool. So, wir haben hier dieses Upgrade 3. Das Dingsbums Upgrade. Shop Upgrade. Deswegen sind hier jetzt ein Item mehr. Ein Item ist da mehr. Das ist ganz schön. Dann haben wir mehr Auswahl. Mehr Auswahl im Shop ist immer gut. Ach, der schwarze Lippenstift. Den hol ich mir. Yes. Den haben wir uns cool geholt. So. Hier wäre das natürlich eigentlich besser gewesen, wenn wir das andere Trinket noch mitgenommen hätten, aber pff, brauchen wir sowieso nicht. So, kann man den auch stunnen? Kann man die Stun Widow? Okay, ups. Hä, das Ding macht sogar Schaden? Oh, Widow, kann man die stunnen? Ich will's wissen. Dizzy will's wissen. Ich glaube, das geht nicht. Oder? Habe ich ihn denn schon mal getroffen? Aha, es geht doch. Oh. Sterb. Mir egal, ob ich... Oh Gott, nein, okay. Wir sollten trotzdem nicht alle unsere roten Herzen... nicht alle unsere blauen Herzen verlieren. Ich kann wieder nicht reden. Oh, ein paar schwarze Herzen für uns. Und nehmen wir auch alles mit. Nehmen wir mit. Setzen wir einmal ein. Und jetzt ist die Frage, wollen wir das auch mitnehmen? Wollen wir? Ja, sind wir jetzt tot? Ich hoffe nicht. Nein, gut.
Im alten Isaac wären wir jetzt gestorben übrigens. Glaube ich. Ja, ich denke schon. Okay, jetzt sind wir wenigstens ein bisschen stärker, dank unserer schönen Robe. Sehen dazu auch noch cooler aus. Und haben das Buch. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Devil Deals bekommen. Oh, egal was wir machen. Da hätte ich mein Schild nicht wegschießen dürfen. So, und so ein Autoturbo ist auch immer ganz toll. Ich habe keine Ahnung, warum ich ihn jedes Mal kaufe, aber ich finde den irgendwie toll. So. Oder war der Autoturbot jetzt... Der war umsonst, ne? Der war, glaube ich, umsonst. Wir haben umsonst ein Autoturbot bekommen. In die ganzen Challenge-Räume können wir sowieso... Oh, nein. Naja, zumindest ein Item. Wir wissen nur nicht, was für ein Item. Ob der jetzt so gut ist oder nicht, man weiß es nicht. Wir nehmen es doch mit. Der hat kalt, okay. Ist perfekt sogar. Ist tatsächlich perfekt. Wir haben nämlich kein Leben dadurch verloren. Aber haben 9 Leben dazu bekommen. Ist schon ganz cool, soweit. Können wir das auch mitnehmen. Hier noch, okay. So. Das heißt, das ist auch gleichzeitig unser zweites Gabi-Item. Wenn wir also noch eins finden, dann sind wir auch schon wieder Gabi. Geht schon wieder recht schnell hier. Und der Typ hat sich gefreut. Ja, endlich aufgehangen. Endlich bin ich tot. Und muss nicht mehr gegen diesen zu starken Dizzy kämpfen. So dachte er sich. Jetzt haben wir natürlich unseren Boomerang nicht mehr und haben damit jetzt die Challenge wieder ein bisschen verfälscht, aber... Ja, gut. Oh, bitte. Ja, wir sind Gabi. Okay, das ging ein bisschen viel zu schnell. Aber gut. Full Health, okay. The Hermit. Ja, wir kommen sowieso umsonst raus. Wieso bin ich da eben nicht reingegangen? Okay, ich bin blöd, ist egal. Ja, geil. Das ist richtig cool. Wir sind einfach... Das ist die zweite Ebene, gell? Ne, die dritte. In der dritten Ebene sind wir Gabi geworden. Das ist ein toller Tag. Ein super toller Tag. Du hast noch ein Gabi-Item. Nö, Lucky Food. Gut, ist auch okay. Und wir haben eigentlich recht viel Geld. Vielleicht, wenn hier was vergünstigt ist, könnten wir es uns kaufen. Ist allerdings nichts vergünstigt. Von daher... Tschüss. Tschüss, dann brauche ich euch nicht. Gut. Hallo, Larry. Und anderer Typ. Wie geht's denn so? Wir können fliegen. Aber ich glaube, wir produzieren gar nicht mal so viele Fliegen, oder? Oder vielleicht doch? Hm, ein paar vielleicht? Aber die sterben halt sofort, wenn wir so nah an sie rangehen, an die Gegner. Hm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Egal. Noch ein HP-Upgrade. Na, kaufen wir uns alles. Brother Bobby, Pentagramm, sehr geil. Und Headless Baby, ja gut. Gibt besseres, aber ist okay. Vierte Ebene mit dem Pentagramm. Und wir haben schon wieder ein Leben dazu bekommen. Wir haben immer noch nicht vollen Schaden. Okay. Okay. Oh. Hey. Ist gerade ein bisschen peinlich, dass ich trotz diesem Schild die ganze Zeit getroffen werde, weil dieser Schild ist eigentlich richtig OP. Guck mal, da haben wir den Boss schon gefunden. Ach ja. Das wird richtig schnell gehen, diese Challenge. Das ist ja auch mal was Schönes. Hallo, Chup. Chubi, Chup, Chup. Kann man das Feuer ausmachen? Ja, gut. Man kann nur nicht die roten Feuer ausmachen, oder? Genau. Okay. Also, wir haben leider nur eine Bombe. Jetzt habe ich sie auch noch gesetzt. Oh nein. Oh, ein Tier ist ab. Okay. Ich habe hier Dulis. Das war, glaube ich, was Gutes, oder? Ja, eine Helterpille. So, wollen wir noch einen Begleiter mitnehmen oder sollen wir dieses Humble Bundle Dingsbums Kirchen mitnehmen? Das ist... Wir nehmen dich mit. Little Bumsen ist ganz nett. Jetzt waschen wir hier durch. Necropolis 1. Fünfte Ebene. Okay, die Ebene eben, die zählt irgendwie nicht. Die hat mir ja so schnell vorbeigemacht. Das hat nicht mal eine Minute gedauert. Okay, wir sind aber auch ein Held. Ein echter, wahrer Held. Und daher, uns kann gar nichts besiegen. Egal, was passiert. So. Oh, wir haben nicht mal unser Buch eingesetzt. Sollten wir vielleicht nächstes Mal tun, damit wir auf jeden Fall einen Devil Deal bekommen. So. Oh. Wäre auf jeden Fall ganz hilfreich, glaube ich. So, Devil Deals sind eigentlich immer ganz hilfreich. Und mehr Schaden ist auch immer ganz toll. Nope.
Ah, da kommt doch einer. Pass auf. Lazarus, pass doch auf. Oh Gott. Oh. Hallo, Devil Deal. Wir können leider schon fliegen, aber das nehme ich trotzdem mit. Und was haben wir sonst so? Lockdown. Bombsaki. Amnesia. Badgas. Okay, was haben wir da? Okay, etwas spinnen. Nehmen wir die hier mit. Die machen uns noch ein bisschen stärker. So, lassen wir den Boss auch noch aus. Wir rushen die jetzt einfach richtig schnell durch. Ich hoffe, dass das endet nicht mit Mutters Herz. Mutterherz. Hätte ich aber auch nichts gegen. Denn eigentlich muss ich noch an meiner Dokumentation arbeiten, weil ich die morgen abgeben muss. Und von daher... Oh, ich bin da... Was macht da eigentlich immer dieses Geräusch? Immer wenn wir getroffen werden. Ich frage mich gerade... Ja, diesmal nicht. Ich frage mich aber gerade, warum. Naja, auch nicht so wichtig. Oh, hier sind mir viel zu viel... Naja, komm. Wir setzen die Joker-Karte ein. Tschüss. Kriegen den Dice. Der Dice also. Ja, okay, nee. So. Den Rest dürfen wir nicht mitnehmen. Wir hätten die Kiste vorher noch öffnen sollen, aber egal. Wir haben auch gerade recht viele Leben verloren in dem Raum, leider. Hm. Und wir wissen nicht, wie viele Leben wir haben. Das ist nicht so gut, aber gut, egal. Ich hätte auch die Ebene jetzt auslassen können, aber ich wollte gern nochmal in den Bossrush reingucken, um ehrlich zu sein. Genau aus diesem Grund bin ich jetzt hier geblieben. Ja. So, da hätten wir eine Arcade. Aber eigentlich brauchen wir nur noch den Boss. Ich meine, stark genug sind wir. Oh ja. Hä, wir haben noch einen Damage abbekommen? Wodurch? Achso, durch diese Angst drehen. Ist ja auch ein Damage ab. Genau, stimmt. Oh, ups. Da wollte ich gar nicht das Geld einsammeln. Ich wollte eigentlich nur hier so durchwaschen und dann in den nächsten Raum gehen. Und dann ist mir eingefallen, oh Gott, hier sind ja noch Gegner drin. So, der Lippenstift, der hilft uns wahrscheinlich noch. Von daher kaufen wir jetzt noch das blaue Herz, damit wir hier ein bisschen sicherer sind. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie viel Leben wir noch haben. Wir verlieren gerade viel zu viele. Oh nee, nicht, dass wir gleich einfach tot sind. Obwohl, selbst wenn, wir haben ja dann noch... Ah, nur 10 Leben haben wir. Okay, aber das ist gerade echt lächerlich. Das ist gerade echt lächerlich. Ich weiß schon, warum ich heute eine Challenge gemacht habe und keinen normalen One. Im normalen One hätte ich locker meine Windswear kaputt gemacht. Weil ich die ganze Zeit an meine komische Doku denken muss. Die muss ich morgen nämlich um 12 Uhr abgeben und die ist immer noch nicht fertig. Und das ist nicht gut. So. Oh, hier gibt es schön viel zu sprengen. Das machen wir. Vielleicht haben wir ja Glück mit irgendwas. Du auf Diamonds, okay. Oh Gott, sind die viele Gegner. Okay, ich komme gleich nochmal wieder. So, hi. There's the devil. Temperance, Empress or the world. Mhm. Aha, okay. Gib Besseres. Bitte nicht wehtun, danke. So. Vorletzte Bombe. Setze ich gerne ein. Oh ja, für sowas sowieso. Okay. Die sterben zum Glück auch recht schnell. Wir allerdings auch. Aber wir haben ja eben ein paar Lebensupgrades bekommen, von daher. Und wir haben noch schwarze Herzen. Und solange wir noch schwarze Herzen haben, wissen wir, es ist noch alles im grünen Bereich. So. Hallo, Mutti. Hallo, Mutti. Ich setze mal mein Dingsbums hier ein. Wir werden auf jeden Fall in den Bosswash reingucken dürfen. Und eigentlich sollten wir doch jetzt hier coole Sachen bekommen, oder nicht? Also, was? Mit coole Sachen meinte ich einen Polaroid oder so. Was passiert mit dem Messer und dem da? Warte, das will ich jetzt nachgucken. Bevor ich hier irgendeine Kacke mache, ich gucke das mal kurz nach. Hoffentlich geht das hier. Synergies. So, ich habe Mom's Knife und das zusammen mit, weiß man nicht. K
kann man nicht nachgucken. Okay, duft. Doof. Doof, doof, doof. Weiß das einer von euch, was passiert, wenn man das Messer hat und dazu das Ding da? Was passiert dann? Was passiert dann? Passiert denn überhaupt irgendwas? Jetzt ist die Frage, ob wir irgendwas mitnehmen wollen. So. Eigentlich brauchen wir nichts davon. Libra? Nee, wir sind eigentlich stark genug. Wir können uns natürlich rausporten, das ist klar. Aber irgendwie lohnt sich das nicht so richtig. Nö, okay, lassen wir da. Lassen wir liegen. Oh, wir hätten alles rewollen können mit dem Würfel. Ah, hätten wir das mal gemacht. Da wären bestimmt richtig coole Sachen rausgekommen. Naja, egal. Wie geht der Pepper zum Empress? Oh, Empress hat einen stärker gemacht. Zur Emperor hat einen zum Boss teleportiert. Ah, ich verwechsel die immer wieder. Immer wieder. Das ist unglaublich. Ich sollte mir echt irgendwie so eine Notiz an meinen Desktop kleben, wo das draufsteht. The Emperor macht dich nur stärker. Dizzy. Du Blödkopf. Und wir haben wirklich richtig viele Leben verloren. Wir haben nur noch rote Herzen. Oha. Oha. Sieht nicht gut aus um unser Leben. Sieht überhaupt nicht gut aus. Jetzt sowieso noch schlechter. Wieso haben wir nur ein halbes Leben verloren? Hä? Wir haben halt echt nur ein halbes Leben verloren. Egal. Sind wir hier nicht in der Ebene, wo wir eigentlich ein ganzes Leben verlieren? The Wave haben wir nicht aufgesammelt, soweit ich weiß. Und das war unsere allerletzte Bombe. Obwohl da hinten... Oh, da ist noch eine Bombe. Gut, weil da unten ist anscheinend ein großer Geheimraum. Ich meine, guckt euch mal an, wie groß der ist. Ich will den Geheimraum haben. Und ich laufe gerne gegen Gegner gegen. Jetzt bin ich gleich tot. Oha. Egal, großer Geheimraum. Okay, so groß ist der jetzt auch nicht. Der ist genauso groß wie alle anderen. Du warst genauso groß wie alle anderen. Was ist das denn? Der wurde auf der Map aber größer angezeigt. Okay, wir haben allerdings nicht so viele Leben. Wir sollten vielleicht mal aufpassen, dass wir jetzt nicht so blöd sterben. Oh. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Ich sterbe gerne doof. Hi, wir haben genug Geld für dich. Gib uns mal einen Lebensupgrade oder so. Damit ich mich ein bisschen sicherer fühle. Okay, danke. Ah, so, Seelen-HP. Zwei blaue Herzen, das ist ja sogar besser als ein Lebensupgrade. Das ist ja toll. So. Speed-Up ist auch immer ganz nett. Hier hätten wir noch ein Damage-Up. Wir nehmen beides mit. So. So ist egal, dass wir dann keine Leben mehr haben. Also keinen roten. Und ich glaube, wir sind jetzt schon in der letzten Ebene. Dann ging die Challenge aber wieder richtig schnell. Richtig merkwürdig. Ey, yo. Und wir haben nicht mal volle Leben. Hä? Oh Gott, was kommt hier? Ach, Pin. Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich in einem Raum bin, da aber nichts drin ist. Das ist richtig befremdlich. So. Okay. Okay. Ziehst du uns gut Leben ab hin. Machst du echt gut. Gut. Guck mal, wie riesig die angezeigt werden auf der Karte. Warum? Ist das irgendeine Mod? Ich glaube, das ist irgendeine Mod. Weil sobald wir dem Raum näher kommen, wird er wieder klein. Die Zecke also, ja. Mhm. Lieber nicht. Hi. Hallo Trollbombe. Tschüss Trollbombe. Hallo Pilen. Hallo Bolzer Steel. Geilo. Bettgas, ja, kann man auch mal machen. Ich kann echt nicht mit dem Messer umgehen, kann das sein? Kann sehr gut sein. So. Warte, war das der Triple Shot? Nee, ne? Das war das Trinket. Marbles Pearl. Wir könnten uns ein Lebensupgrade geben. Wir könnten uns sogar mehrere Lebensupgrades geben. Moment, das machen wir kurz. Da oben war ja zumindest noch eine Batterie.
Ist hier vielleicht auch noch irgendwo eine Batterie drin? Nö. So. Und noch eine Batterie war hier nirgendwo, oder? Oder war da ganz so... Nee, die wird angezeigt werden. Ja. Seit wann sind wir eigentlich so schwarz? Am Anfang sahen wir noch voll cool aus mit unseren Heiligenschein und wir waren ein echter Hero. Und jetzt sind wir ein böser Hero. Egal. Hallo, Idlifs. Hast du dich gut ausgeruht vom letzten Mal? Oh, Idlifs? Das erste Mal Idlifs in diesem Spiel. Oh, das ist toll. Und ich sterbe einfach gegen Idlifs. GG. Ach du Kacke. Eigentlich sollst du ja nicht durch unser Schild durchkommen. Aber man weiß ja nie. Nee. Stirb. Nein! Moment. Ist sie bitte tot? Okay. Sie ist tot, aber es geht doch weiter. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, dass es noch weitergeht. Oh oh, wir haben keine Leben mehr. Okay, wir müssen noch den Teufel besiegen mit 2 Herzen. Okay, ich dachte, das wäre jetzt Schluss. Oh Gott, da hätte ich mich ja viel mehr angestrengt, dass wir mehr Leben haben. Oh oh. Okay, dann kann das doch noch knapp werden. Das ist aber nicht cool. Das ist jetzt echt nicht so cool. Aber okay, solange wir noch 2 Herzen haben, dann können wir wenigstens einmal getroffen werden. Aber mit einem Herzen den Satan besiegen, das könnte ein bisschen blöd werden, ganz ehrlich. Oh Gott. Ja, ich versteck mich mal, ne? Sterbt, ich steche euch alle ab. So, das war falsch. Wir haben allerdings ein paar Bomben. Vielleicht haben wir ja Glück. Nö, aber nicht. Komm schon, gib mir ein Herz. Ich hab den schwarzen Lippenstift. Ich hab's verdient, mir ein paar schwarze Herzen zu bekommen. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Nein. Gib mir mein blaues Herz. Gib mir sofort mein blaues Herz. Okay, gut, wir haben noch Gimpy. Das hilft uns auch. Okay, danke. Schwarzes Herz. Davon bitte noch ein paar. Oh, gut. Ja, liebe. 2 Herzen will ich da nicht hin. Was ist denn eine andere Geheimhaus? Es gibt keine, oder wie? Doch, da unten. Da müsste ich ja richtig weit laufen. Okay, versuchen wir es mit 2 Leben. Mal gucken. Genug Schaden sollten wir auf jeden Fall haben. Okay, aber nicht mehr genug Leben. Läuft bei uns. Oh, machen wir das Herz hier. Oh, warum laufe ich da zweimal rein? Oh, da ist er aber schnell gestorben. Shit. Kacke. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir benutzen unsere 9 Leben einfach mal und versuchen hier Sachen zu töten, ohne dass wir selber sterben dabei. So, das ist doch ein super Plan, oder nicht? Sachen zu töten, ohne dabei selber zu sterben. Finde ich, ist auf jeden Fall ein guter Plan. Wir müssen auf jeden Fall unser Buch aufladen. Das Problem ist, wir müssen hier halt echt lang. So.
Ich habe einen Plan, Leute. Ich habe einen Plan. Keine Sorge, wir schaffen diese Challenge noch. Glaube ich, hoffe ich. So, und zwar gehen wir hier rein, öffnen alles. Da liegt schon mal ein schwarzes Herz. Das ist doch schon mal schön. Haben wir sonst noch irgendwas? Eine Trollbombe. So, dann gehen wir hier raus. Landen woanders. Und dann gehen wir weiter. Das ist der beste Plan ever, oder? Ich finde auch. Also ist auf jeden Fall ein guter Plan, den ich hier habe. Ist schon mal ein super Plan. Da liegt jetzt auf jeden Fall schon mal ein schwarzes Herz rum. Wir werden jetzt einfach schwarze Herzen farmen. Wenn wir mit unseren ein roten Herzen jetzt hier noch ein paar Mal sterben, dann wäre das nicht so ganz schlimm. Und dann könnten wir einfach am Ende die schwarzen Herzen aufsammeln und schaffen das dann hoffentlich mit den schwarzen Herzen, die wir jetzt hier zusammen uns farmen, den Satan zu besiegen. Das wäre auf jeden Fall recht praktisch. Weil sonst haben wir die Challenge nicht geschafft. Ja gut, war jetzt ein bisschen blöd, dass wir in den Ebenen davor so viele Leben verloren haben. Das war natürlich dann echt nicht so schlau. Wo sollte ich denn auch wissen, dass es hier noch weitergeht? Okay, den Raum mag ich schon mal nicht, da gehe ich nicht mehr rein. Den Raum mag ich auch nicht. Aber der ist nicht ganz so schlimm. Ah, ein Steam Save. Oh, cool, ja. Na gut, so viele Räume haben wir ja leider nicht mehr. Ach so, wir können fliegen. Das heißt, wir können auf jeden Fall auch einmal hier reingucken. Kriegen wir vielleicht irgendetwas Schönes? Nein. Tot. Und wir landen einfach drin. Shit. Wir haben nur 4 Leben. Nein, was sollen wir tun? Wir müssen jetzt hier rein. Wir müssen. Hä? Ach so, die haben wir schon getötet? Okay. Cool. So. So. 2 Stück noch. Ne, 3 sogar. Jetzt nur noch 2. Jetzt nur noch einer. Und alle tot. Blaues Herz. Okay, auch sehr schön. Sprengen wir das mal auf. Sprengen wir das mal auf. Okay. The Fool kann uns auf jeden Fall retten. Gut, wir haben ein schwarzes Herz und ein blaues Herz. Das heißt, wir haben zumindest 3 Herzen. Bisher. Damit kann man was anfangen. Eine Bortos-Steel-Pille wäre jetzt noch ganz gut, glaube ich. Shit, da gehen wir trotzdem nochmal rein, weil ich in den Geheimraum auf jeden Fall rein möchte. Ah, die sind gestorben, oder was? Okay. 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 Doch, das gefällt mir. Okay, wir haben ganz viele blaue Herzen. Dann springen wir hier nochmal kurz. Vielleicht ist da auch nochmal ein blaues Herz. Oh, okay, wir haben richtig viele blaue Herzen. Gut, mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir sammeln die mal alle ein. So. Aber hier war doch irgendwo noch eins, oder? Nicht? Okay, sehr merkwürdig. Wir brauchen die Schlüssel nicht mehr. Das heißt, wir nehmen mal ein paar Bomben. Mit denen können wir wenigstens ein bisschen Schaden noch machen. Und dann sind wir jetzt bereit. Geil. Okay, wieder volle Leben. Um gegen Satan zu kämpfen. Geilo. Wir haben volle Leben. Da haben wir unser neuen Gabi-Item richtig gut eingesetzt. Ja, richtig cool. Okay, ja geil. So sollten wir das jetzt auf jeden Fall schaffen. Ja, komm her. Wenn wir nicht total bescheuert spielen, dann sollte das echt gut möglich sein. So. Der ist sofort tot. Das ist richtig merkwürdig. Ich glaube, das ist irgendein Bug.
Oh, Jesus. Oh, Jesus. Okay, doch. So, ah, sollten wir geschafft haben. Hilfe. Ja. Oha. Okay, da habe ich aber mehr Leben verloren, als ich dachte. Wie viele hatten wir eben? Wir haben 3 oder 4 Leben nochmal wieder verloren, ne? Okay, das will geht schon knapp, aber wir haben Rune of Dagis freigeschalten. Yay. Na gut, dann ging die Challenge nicht mehr zu kurz. Eine halbe Stunde ist, glaube ich, okay. Und jetzt sind wir ein echter, wahrer Held. Geil. Okay, aber dass der Satan dann doch so eine Herausforderung wird, hätte ich nicht gedacht. Aber gut, dass wir dieses neue Lebens-Item gefunden haben. Sonst wäre das nichts geworden, glaube ich. Blue? Ich will Blue spielen. Okay, aber erstmal nach der Reihenfolge hier. Wir können auf jeden Fall noch ein paar Challenges machen. Wir müssen erstmal keine freischalten bis zur 10. Und dann würde ich erstmal sagen, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.